Hallo Spieler, kommt rüber. Herzlich willkommen bei Onkel Zocker, wo wir wieder in den Untergrund uns wie ein Wurm hineinbohren und uns mit Insekten rumärgern. Beziehungsweise, wenn wir ehrlich sind, wir ärgern die Insekten. Die haben uns gar nichts getan und wir schlagen ihnen ständig mit einem Nagel auf den Kopf. Schön ist das nicht von uns, aber das wird von uns verlangt. Beim letzten Mal haben wir ja das Soul Sanctum ausgeräumt und von einem dicken Mann gelernt, wie man hinfällt. Das war schon sehr gut. Ich weiß nicht so genau, der Speedrun-Guide von Fireborn, an dem ich mich hier ja orientiere, hat leider keine zeitliche Aufschlüsselung der einzelnen Etappen. Ich schätze mal, wir sind ungefähr halb durch mit einer Stunde 10, die wir jetzt auf dem Konto haben. Also auch noch sehr gut in der Zeit, wenn ich mich nicht irre. Wenn wir nur 10% durch sind, dann haben wir ein Problem, aber es passt schon. Letztes Mal, wie gesagt, haben wir gelernt, wie man hinfällt von dicken Männern. Heute lernen wir, wie man ein Herz hat von Statuen aus Stein oder von einer davon. Vor heute habe ich auch ein bisschen Respekt. Letztes Mal waren die Gegner im Soul Sanctum, diese teleportierenden dicken Figuren, schon ein bisschen problematisch, ging aber letztlich ganz gut. Und ein Überraschungsgegner hat mich dann ja stattdessen mehrfach gekillt. Heute habe ich großen Respekt vor den Crystal Hunters. Das sind Fliegen, die Kristalle verschießen. Ich sage da noch was zu, wenn wir zu denen kommen. Da kann einiges schief gehen. Die sind super nervig. Oder sie sind einfach sehr gut in dem Job, den sie machen. Ne? Die sind eingestellt worden, um Leute wie mich daran zu hindern, vorbeizukommen an ihnen. Das machen sie ganz gut. Mal sehen. Also es kann sein, dass es sehr flott läuft. Es kann auch sein, dass wir 2 Dutzend Mal sterben. Egal. Ich starte jetzt mal das Spiel. 1 Stunde 10 Minuten, wie gesagt, von den 5 Stunden, die wir haben, sind auf dem Konto. Wir befinden uns in der Forgotten Crossroads. Da hat die letzte Folge ja geendet. Außerhalb der Stack Station da. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist Geld ausgeben. Beziehungsweise, ja doch. Das Erste, was wir machen, ist Geld ausgeben. Wir gehen dazu nach unten. Geld immer nach unten tragen. Ist ganz kleine Regel eigentlich im Leben. Und dann nach rechts. Geld immer nach unten und nach rechts tragen. Dann kann nichts schief gehen. Also wir haben 2885 Geo. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, wäre das nicht so gut. Aber wir werden schon nicht sterben. Wir wissen ja, was wir tun hier. Das ist ein Gegner oder eine Gegnerin. Das ist die Grossmother. Und wir sehen gleich, warum die Mother heißt. Weil bislang war sie einfach nur eine fliegende, dicke, wurmartige Made. Hier kommen ihre Kinder. Die müssen wir jetzt auch noch umbringen. Das ist ein bisschen martialisch alles. Noch eins. Und dann geht auch die Tür hier auf. So. Dann gehen wir nach unten und darüber und da rein. Wir haben einen Auftrag und der Auftrag ist, so schnell wie möglich diesen benebelten, diesen benebelten Kameraden hier aufzuheitern und dann hüpf, 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 Sprung und zur lachenden, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, Schnecke vielleicht. Und los geht's mit dem Geld ausgeben. Unten rechts, wo wir das Geld jetzt hingetragen haben. Und zwar wollen wir von ihr Shaman Stone. Und damit wir einen Charm Lodge brauchen, kaufen können, brauchen wir noch einen Charm. Deswegen kaufen wir Study Buddy. Den werden wir zwar nicht benutzen. Das ist der billigste, den sie im Angebot hat. Und jetzt können wir den Charm Lodge kaufen. Für den braucht man 5 Charms. Das war übrigens auch der Grund, warum ich in der ersten Folge diesen Charm aus der ganz im Anfangs... Nein, nicht Continue, Moment, hier ein bisschen konzentrieren. Ganz am Anfang, als ich in King's Canyon runtergefallen bin, bin ich rechts über so Spikes drüber gepogoed mit dem Nagel nach unten hauen. Das heißt Pogo in diesem Spiel. Dann kann man über Spikes weg. Und einen Charm eingesammelt, den wir auch nicht brauchen. Aber der Grund dafür war, wir brauchen 5, damit wir den Charm Notch von Salubra kaufen können. Und mit dem Charm Notch können wir jetzt nämlich... mal gerade
gucken hier, den gegen den tauschen. Jetzt haben wir 5 Charm Notches und können Spell Twister und Shaman Stone zusammen einsetzen. Und das ist eine sehr gute Kombination. Und jetzt fahren wir nach Dirtmouth. Wir haben ja gerade Sly da unten aus seiner Betrunkenheit herausgequatscht. Das geht bei allen Insekten übrigens, wenn ihr mal eine betrunkene Biene im Garten findet. Könnt ihr die auch aus ihrer Besoffenheit rausquatschen und dann macht die auch irgendwo einen Laden auf, so wie Sly. Man muss ihn nur finden. Der Laden von Sly ist relativ leicht zu finden, der ist hier. Und von dem wollen wir jetzt auch noch was. Und jetzt wird ganz klar, warum wir das ganze Geld brauchen. Wir wollen die Laterne, die kostet 1800 Geo. Und damit sind wir bereit für die dramatischen Dinge, die jetzt kommen. Also erstmal wird es noch nicht so dramatisch. Die Crystal Hunter, wie gesagt, die uns bevorstehen, das dauert noch einen Moment. Aber ihr merkt schon, ich bebe. Ich zittere, ich bebe. Aber wir werden ja sehen, was passiert. So, jetzt haben wir das Geld los. Das befreit uns. Und jetzt gehen wir natürlich dann auch deswegen nicht nach unten rechts, sondern nach oben rechts. Ganz klar eigentlich. Hätte man sich denken können. So, dann können wir hier auf den Schalter draufhauen. Und dann können wir hier oben raus. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Crystal Peaks. Das rosa Areal nennt man das auch. Könnte man es nennen, wenn man so drauf ist. Ich bin natürlich nicht so drauf. Ich nenne es Crystal Peaks. Denn so heißt es. Hier hauen wir einmal mit unserer vom dicken Mann gelernten Fähigkeit drauf und schon sind wir drin. Die hier haben die lustige Eigenschaft, dass man ihnen von hinten nichts anhaben kann, aber man kann über sie drüber springen. So, und jetzt geht es eigentlich nach oben weiter. Wir gehen aber stattdessen, weil wir die Hosen voll haben, dem Schild zur Bank nach und sorgen dafür, dass, wenn nachher ein Unglück geschieht, wir ein bisschen Anfahrtsweg sparen. Das kann man, es ist auch für Leute, die einen weiten Commute zur Arbeit haben, immer eine nützliche Strategie. So, jetzt hier nach oben. Jetzt zack, zack, zack hier durch. Wer das selber gespielt hat, wird wissen, wie viel Zeit man in diesem Areal hier verbringt, wenn man kein Speedrunner ist. Es ist ein bisschen unwirklich, wie schnell man hier sich durchbewegen kann, wenn man sich nicht heilen muss, weil man Schaden nimmt, unnötig, aber so ist es halt. Autsch. Dadurch, wie gesagt, wenn man hier sich aus eigener Kraft schon mal durchbewegt hat, dann kann das auch schon mal ein bisschen länger gedauert haben als das, was wir jetzt gerade machen. Aber alles kein Problem. Gerade noch erstmal noch das Leben auffüllen, denn wir kommen der Sache mit den fliegenden Kristallmotten immer näher.
und der potenziellen Blamage. Im Moment haben wir uns jetzt in Crystal Peaks bis fast nach ganz oben durchgearbeitet und ihr wisst, wie das ist, wenn man fast ganz oben ist im Leben, dann ist es Zeit, wieder nach unten zu gehen. So, hier verschwenden wir noch mal ein bisschen Zeit. Es fehlt immer noch eine Maske zum voll aufgefüllten. So viel Zeit muss sein. Na gut. Ach, komm. Und runter, 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 runter. Hier haben wir einmal auf den Schalter. Den werden wir zwar nicht brauchen, aber Schalter sind dazu da, dass man sie drückt. So, und jetzt beginnt der etwas anstrengendere Teil. Masken, denn jetzt kommt die erste ein klein bisschen problematische Stelle, aber eigentlich alles noch nicht so wild. Nicht so schlimm, einmal getroffen werden. Alles nicht so tragisch, und hier können wir auffüllen. Und damit haben wir es schon geschafft. Nicht das mit den Kristallmotten, die kommen erst noch, aber wir haben die erste Aufgabe erfüllt, die wir uns heute gestellt haben. Wir haben herausgefunden, wie das mit dem Herzen geht. Wir haben jetzt ein Herz, und zwar das Kristallherz. Das Kristallherz ist eine weitere Fähigkeit, die man, das ist das Prinzip von Hollow Knight, nach und nach kriegt man immer neue Fähigkeiten. Das hier ist eine Super-Dash-Fähigkeit. Wir können also große Abstände damit einfach so überbrücken. Schwupp, nehmen wir hier noch ein bisschen Geld mit, wenn wir schon mal da sind. Brauchen wir eigentlich nicht, aber was soll's. So, und jetzt steht es unmittelbar bevor. Das Drama. Das ist noch nicht das Drama, das sind einfach nur so blöde Stempel. Da kann zwar auch allerhand schief gehen, aber eigentlich... Wenn man das mit dem Timing... ...verstanden hat, dann stirbt man nicht. Außer man hat es nicht verstanden, dann stirbt man doch. Ich weiß nicht. Das liegt an meinem Controller. Die Figur der Knight dreht sich immer wieder um. Ein bisschen nervig. Okay, jetzt wird es allmählich unangenehm. Seht ihr das? Ich bleibe nach links orientiert stehen und dann dreht er sich von alleine nach rechts wieder um. Ich weiß nicht, ob der Stick da zurückschnappt oder was das ist. Aber... Tür auf und jetzt geht's los mit den Nerv-Pocken. Und direkt an den Rand des Todes gebracht. Ja, hier können wir uns auch nicht auffüllen. Ja, es ist jetzt nicht ganz leicht, denn es geht jetzt da drüben weiter. Na, die sind so schlimm. Gut, ich habe jetzt nur zwei. Das ist eigentlich... Ich muss irgendwie meine Soul auffüllen, beziehungsweise meine Masken vor allem. Sonst nimmt das kein gutes Ende, aber ich komme offenbar nicht über die zwei raus.
Ja. Was blöd ist. Also ich riskiere das jetzt mal. Das sind jetzt zwar nur 4 Masken. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass das schief geht. Aber es kann auch klappen. Das ist leider sehr unberechenbar. Hier sieht man das Problem. Hier brauchen wir jetzt die Laterne. Denn der Raum ohne Laterne ist komplett dunkel. Wir sind in einem Raum, in dem unten Kristall den Boden bedeckt. Der Kristall ist tödlich. Wenn ich da drauf falle, bin ich tot. Dazwischen gibt es kleine Plattformen. Auf die erste können wir auch schon mal wechseln. Und hier drüben sieht man, ist eine von diesen kristallverschießenden Mistfliegen. Ich glaube, so heißen die offiziell. Mistfliegen. Sobald wir jetzt darüber gehen, kommt die und greift uns an. Wenn wir von einem Kristall in der Luft getroffen werden, verschiebt uns das zur Seite. Wenn ich mit dem Nagel auf die Fliege haue, verschiebt mich das zur Seite. Und wenn ich da unten reinfalle, habe ich ein Leben verloren. Wenn die Fliege mich trifft mit dem Kristall, habe ich ein Leben verloren. Wenn ich an den Kristall dran gerate, den diese Fliege da überall platziert, habe ich ein Leben verloren. Und es kann, wenn der Kristall mich aus der Luft holt und ich dann da unten reinfalle, habe ich 2 Leben verloren. Und deswegen kann das hier sehr, sehr schnell sehr, sehr unangenehm werden. Das war als Einstieg schon mal gar nicht schlecht. Ja, das war nicht so gut. Okay. Das war jetzt ganz schlecht. Denn das Gemeine an diesem Raum ist auch, jetzt ist die Fliege wieder hergestellt. 3 Treffer braucht man, um sie Platz zu kriegen. Wenn die Fliege einen aus dem Raum schubst, geht es von vorne los. Die erste ist erledigt, aber glaubt nicht, dass es das schon war. Aber es hätte alles schlimmer kommen können. Das nehme ich mit. Wir sind durch. Und das Gute ist, auch an der Stelle kann man einfach zurück. Den hier als Zollquelle benutzen. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber besser ist, wir sind aufgefüllt. Wir werden gleich sehen, warum. Aber das ist jetzt schon mal sehr viel besser gelaufen, als ich das befürchtet habe. Das geht natürlich, wenn man sich nicht so anstellt, sehr viel schneller alles. Aber ich habe keine Einwände. So. Daschen wir rüber. Hier können wir noch mal Soul auffüllen. Jetzt sind wir voll ausgestattet. Und jetzt kommt leider der eigentlich schwierige Teil mit diesen blöden Fliegen. Das war gerade erst der Anfang. Hier sitzt noch mal einer. Fliege mich jetzt erwischt hat oder ob ich da oben in diesen Kristallrand reingefahren bin versehentlich. Okay, die haben wir gleich. Die ist aber auch nicht das große Problem. Das große Problem kommt jetzt gleich. Kann gut gehen. Kann scheitern. Auch die ist noch nicht die richtig nervige. Am Eingang hier so verarztet, dann kommt man da ganz gut mit klar. So, jetzt gehen wir hier rüber. Und jetzt sind wir hier unter großem Zeitdruck, darauf zu kommen. Okay.
Das ist besser gelaufen, als wir verdient haben. Excellent. Also hier ist das große Problem. Diese Plattformen, habt ihr ja gemerkt, drehen sich um, sobald man sie betritt. Deswegen hat man immer nur so einen Sekundenbruchteil, um wegzuspringen. Und dabei ist dann eine von diesen Fliegen unterwegs. Aber alles gut gegangen. Hier haben wir, was wir brauchen. Die Zeit, die letztes Mal verloren gegangen ist durch den Gatekeeper zum Soulmaster, ist locker wieder ausgeglichen. Descending Dark, wir haben das Soll für diese Folge eigentlich fast schon erfüllt. Wir holen uns jetzt noch den Dream Nail und dann sind wir durch für heute. Läuft alles sehr, sehr gut. Wie gesagt nochmal, wenn man das selber zum ersten Mal spielt, dauert das alles endlos, bis man verstanden hat, was man tun soll, bis man rausgefunden hat, wie man das tun soll. Aber wenn man sich auskennt, mit der Steuerung vertraut ist, geht das alles flott. Hier sind die drei Träumer. Leute, die gar nicht gespoilert werden wollen, jetzt dringend weggucken. Ich sorge dafür, dass das möglichst schnell vorbeigeht. Wir wollen Plot, interessiert uns nicht. Hör auf mit dem Plot. Wir wollen einfach nur den Dreamnail. Und dass der Bildschirm aufhört, weiß zu sein. Ja, geht doch. Einmal auffüllen in dieser Welt. Hier kann uns zwar eigentlich nichts passieren, aber sicher ist sicher. Also was heißt, es kann uns nichts passieren. Wir können nicht sterben, wenn ich jetzt hier abstürze. Dann werden wir einfach nur nach draußen gesetzt und müssen von vorne anfangen. Das heißt, dann ist relativ viel Zeit verloren gegangen, aber sonst kein Problem. Aber ich werde natürlich nicht abstürzen. Das ist nicht eingeplant. Das ist auch, steht auch im Firebonds Guide so nicht drin. Und an den halte ich mich einfach. Und dann hätten wir auch das geschafft. Die Motte, das ist tatsächlich eine Motte, die wir da gerade, die uns da gerade den Weg gezeigt hat, hat uns jetzt den Dream Nail verschafft und damit sind wir aufgestellt für die Schlussphase des Spiels. Also Schlussphase heißt, wenn man das Spiel richtig spielt, ist jetzt die Exploration zu Ende und jetzt versteht man allmählich, was man eigentlich machen soll. Nämlich die drei Träumer aufwecken, indem man sie mit dem Dream Nail bearbeitet. Mal gerade gucken, ich glaube aber nicht, dass ich das kaufen soll. Ach nee, es gibt da nichts zu kaufen, aber soll ich mich hier ausruhen? Ne. Wir machen einmal die Stack Station auf, rufen den Käfer. Hallo Käfer, nimm uns mit, Käfer. Ja. Bla bla bla. Und zurück geht's in die City Storerooms. Und das war's für heute. Wir haben unser Soll erfüllt. Crystal Heart ist im Sack. Descending Dark ist im Sack. Das heißt, wir können jetzt nicht nur hinfallen, wir können hinfallen wie die Profis. Und eine schwarze Wolke um uns verbreiten dabei. Ich gehe hier schon mal raus, damit keine Zeit verloren geht. Und dann können wir uns auch noch gleich angucken, wo wir stehen. Das sollte jetzt aber ja nicht lang gedauert haben. Da ging ja alles zackig. Ja, 1 Stunde 30. Von den Segmenten haben wir 6 von 10. Ich glaube aber, dass die Teile, die jetzt noch kommen, eher schneller gehen als die Anfangsteile. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant für euch zuzuschauen, wie schnell man durch all diese Bereiche durch kann, wenn ihr es schon kennt. Ansonsten ein sehr cooles Spiel in Aktion zu sehen. Liken, Abo, bla bla. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.